willkommen zu Dead Space. Dead Space ist ab morgen abwärtskompatibel. Ab heute eigentlich schon. Morgen gibt es da bei Games with Gold komplett umsonst. Geil, oder? Und das ist wahrscheinlich das beste Horror-Action-Spiel, was es gibt auf der Welt. Wenn man auf Science Fiction steht, auf jeden Fall. Ziemlich nah mit Alien Isolation. Ja. Und hier das Spiel hat meine Sichtweise auf Horrorspiele ein bisschen geändert. Ich habe hier das Spiel wirklich geliebt. Ich liebe es immer noch eigentlich. Und ich wollte halt eigentlich im Dunkeln spielen. Ging aber nicht. Weil das mit der Kamera nicht funktioniert hat. Aber scheißegal, wir labern jetzt nicht groß. Ich wollte euch das Spiel ein bisschen zeigen, weil ich mir gedacht habe, komm, das wird abwärtskompatibel, das wird umsonst bei Games of Gold ab 1. April. Zeig's halt mal, weil das ist echt ein richtig geiles Spiel, ohne Scheiß. Ja. Für alle, die es nicht gespielt haben, spielt es auf jeden Fall, ohne Witz. Wir spielen jetzt einfach ein bisschen an, machen wir einfach mal auf einfach. Ich würde ja nicht durchspielen oder so. Ja, wie gesagt, läuft auf der Xbox One. Und ja, muss einfach nur die DVD reinlegen, dann geht's los. Oder am 1. April bei Games of Gold einfach runterladen. Und dann geht das auch los. Ja? Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Gehst schon seltsam. Du ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verdammte Scheiße! Sir, die Undock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Irre. Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Koppel, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen?
Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Ja, da ist der Isaac. Ja, cooler Typ, oder? Hä? Das Spiel ist vorwiegend dunkel. Das Spiel wurde von Viscari Games gemacht. Kennen vielleicht manche von euch. Oh. Nee. Left-Button und das hier muss man drücken, um zu rennen. Okay. Wenn man ja rechter linker Stick gedrückt hätte, wäre ja auch gut gewesen, ne? Ja, gut, egal. Das Spiel ist von Viscari Games. Die haben auch Dead Space 1, Dead Space 2 und Dead Space 3 gebaut. Dead Space 3, wissen wir ja alle, nicht so der Knaller. Dead Space 2 war ganz geil eigentlich, fand das gut, war eine gute Fortsetzung. Das Problem bei EA oder Activision oder Ubisoft Spielen ist eigentlich immer, man muss immer mehr, immer geilere Waffen, immer größere Levels, immer mehr Gameplay und so, immer mehr. Anstatt einfach einen zweiten Scheißteil zu bauen, einen dritten Scheißteil zu bauen. Der dritte Teil muss Koop haben, muss den Multiplayer haben. Lauter Blödsinn, den keiner gebraucht hat. Aber so ist das. Ja? Und darunter hat das Spiel sehr gelitten. Was hat denn Viscari als letztes gebaut? Battlefield Hardline. Facepalm, hä? Huh? Ja. Krepp. So nach dem Motto. Ah ja, Dead Space verkauft sich mir gut. Bomber Battlefield Hardline. Oder im Moment macht ein Shooter, aber wenn er in den Battlefield, dann verkauft er sich nämlich gut. So, hier ist die Ladezeit von Metroid Prime übernommen worden. Ah, hier kann man eine Kiste zertrampeln. Wie ging das nochmal? Ich kann noch nicht treten. Nein, noch nicht. Man hat übrigens kein HUD. Das HUD wird so in die Welt reingespiegelt, ja. Also das Inventar zum Beispiel in dem Fall, die Karte, Mission, Datenbank, ja. Das ist zum Beispiel eins der Besonderheiten vom Spiel. Das ist schon mal geil. Ich werde das Spiel jetzt nicht Let's Playen voll Stoff. Also spielt das nicht durch oder so. Ich zeige euch das Spiel einfach mal nur so ein bisschen, wie es so ist. Hier ist keine Menschenseele. Ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Jawohl, Commander. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Ist das hier Blut? Mit dem Lokalisierungssystem finden Sie Ihr nächstes Einsatzziel. Ja, das ist auch geil. Man kriegt halt nicht, da man ja keine Minimap oder sowas hat, kriegt man, wenn man den rechten Stick drückt, angezeigt, wo man hinlatschen muss. Also ich stelle mich jetzt zum Beispiel mal hier hin, dann dreht er sich automatisch in die Richtung und man kriegt hier unten auf dem Boden angezeigt, wo man hinlatschen muss. Was ich mega genial finde. Dann hast du natürlich auch eine Karte, wenn du Back drückst. Klar, logisch. Ja, wir sind jetzt da. Die ist sogar in 3D, sehe ich gerade. Cool. Was steht da noch? Aufgabenbildschirm, Back- und Right-Button. Okay. Die Steuerung ist jetzt nichts Weltbewegendes. Erinnert so ein bisschen vom Gameplay her fast so ein bisschen Resident Evil, kann man fast sagen. Sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Oh oh. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum
Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Wow. Fuck! Weg hier! Lauf, Alter, lauf! Oh ja, jetzt aber, ich bin noch am Laufen. Schneller geht es denn. Ich sehe nichts. Ah, oh, da. Ja, ich bin hier dabei. Hä? Boah, Alter, der Sound, ey. Alter, der Sound ist auch mega. Oh, fuck. Krass, Alter. Ey, der Sound war damals echt mega. Richtig gut abgemischt, schön basslastig und so. Richtig schön knackig war der. Schon immer, also bei jedem Dead Space-Teil war der saugeil. Irgendwie kann man trampeln. Da kann man nachher diese Kisten kaputt trampeln. Cut off their limbs. Also, das Rezept, das goldene Rezept bei jedem Spiel ist, das ist eigentlich der coolste Tooltip in allen Spielen, Computerspielen, die es gibt. Irgendwie wird die Musik gerade ganz schön nervös. Stampfen. Also man kann auch schlagen mit. So, okay. Und mit Right Button kann man jetzt stampfen, okay. Und zwar der coolste Tooltip ist, sie müssen in die Körperteile abschlagen. Alles andere bringt halt nichts, ja. Also du kannst so viel in die Birne ballern, wie du willst. Du musst halt viel abhacken vom Vieh. Und dann kommst du auch weiter. Hier, das ist was, das habe ich erst ziemlich spät im Spiel gerafft, dass man hier die Kisten kaputt trampeln kann. Das hat mein Bruder mir irgendwann gesagt gehabt oder so. Boah, ich will die Tür da nicht aufmachen. Achso, durchschneiden. Dann hat man hier praktisch diese drei Lichter. Und alles, was in diesen drei Lichtern drin ist, ist praktisch wie ein Strich, ja, wo man einfach durchhackt. Ja. Das kann man entweder längs durchstellen, man kann halt auch hier so die Arme abhacken. Ja, oder man stellt halt so quer und hackt Köpfe ab und alles Mögliche. Mann, wie cool man das erklären kann bei der Fratzenkamera. So, los geht's. Komm her, Kackvieh. Komm her. Komm her, Kackvieh. Wie lade ich nach? Ah, mit A, okay. Ah, ich muss noch öffnen. Oh, fuck. Ich will die Tür nicht aufmachen. Kam hier gerade noch ein Vieh? Boah, ich hab gerade gedacht, hier kam auch gerade so ein Vieh, ey. Oh, ist das schlimm, mit Kopfhörern zu spielen, ey. Ich meine, ich habe das auf einem Surround-System gespielt, schon ziemlich laut. Und das war eigentlich schon verrückt. Bah, die Viecher sind auch so ekelhaft, ey. Bah. So, Inventar ist klar, wenn ich Y drücke. Ich habe jetzt auch ein Medipack dabei. Hier unten, hinten an meinem Rücken, sieht man ja praktisch diese blauen, ja, Balken da. Die vier Stück. Die sind praktisch meine HP. Da kommt doch später noch eine andere Anzeige hinzu. Das seht ihr aber dann auch noch. Also Atmosphäre, Hammer. Das Spiel, hallo, das ist von 2008. Das ist 8 Jahre alt. Button Gesundheit X. Aber mit X heile ich mich direkt, oder was? Okay. Was ist das? Audiolog. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Also so wird doch hier nebenbei Geschichten erzählt. Mit Audiologs. Alles saugeil, ohne Witz. Das ist alles vom Allerfeinsten. Das war so ein Ding, das kam auf der E3 damals. Und das war so nebenbei angekündigt worden. Da habe ich damals meinem Bruder gesagt, das wird der Knaller, das Spiel. Aber das wollte keiner so richtig wahr haben. Hier, wie cool, das in die Welt übrigens ist so, oder? Geil. Isaac. Kriegen heute Computerspiele denn hin? Noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt.
Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Da stehen doch welche. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. So. Was viele Leute immer ein bisschen unterschätzen, so ein Raumschiff ist richtig groß, ja. Und Monorail bedeutet nichts anderes, wie dass hier halt so eine Art Straßenbahn oder Uber, wie man das auch immer nennen will, gibt es halt hier, mit der man durch die Gegend fahren kann. Das ist ähnlich wie in, stimmt, es gibt Speicherstationen, man kann nicht überall speichern. Man kann nur an Speicherstationen speichern. Slot 1 wird gespeichert, aber schaltet ihre Xbox 360 nicht aus. Boah, das geht aber alles sauschnell, ja. Also Ladezeiten sind echt sau flott. Muss man schon sagen. So hat man übrigens auch immer Licht, wenn man zielt. Und das ist bei Alien Isolation zum Beispiel auch so. Und dann fährt man halt mit so Stationen durch die Gegend, ne? Mit so Bahnen. Oh mein Gott. Wohin? Hier müssen wir hin. So, wir da lagen schon. Normalerweise geht man bei... Normalerweise geht man bei so Spielen immer in die andere Richtung, weil man da irgendwann eh nicht mehr weiterkommt. Und dann findet man vielleicht aber irgendwas, was saugeiles. Der da steht ja auf. Der steht ja auf. Das ist ja so klar wie das Arm in der Kirche. So. Zack. Also man muss meistens... so zwei, drei Körperteile abhacken, also zum Beispiel die Beine und dann von mir ist noch so ein Arm. Also die krabbeln halt auch dann noch weiter, ne? Wenn die Beine ab sind. Leute, kann man nochmal speichern? Was ist das für Blödsinn? Obwohl das eigentlich ganz cool ist, im Gegensatz zu Resident Evil Let's Play. Da muss ich immer irgendwie noch so irgendwo hin und muss halt speichern. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Ja, wir gehen natürlich in die falsche Richtung. Seht ihr, hier ist jetzt zum Beispiel der Aufzug, der geht eh nicht auf. Also geht es hier eh nicht weiter. Ja, hier findet man noch ein Audiolog. Von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Das ist halt die geilste Nachricht überhaupt. Die werde ich nie vergessen. Ich glaube, die Leute, die hier das Spiel gespielt haben, werden das nie vergessen, ey. Ja. Ihr dürft halt nicht auf ihre Köpfe ziehen oder so. Ihr müsst halt die Gliedmaßen abtrennen. Wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist das für ein Tooltip? What the fuck? Oder allgemein, weil das hat halt für ein story-lastiger Tipp. Ich, Isaac, es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wie krass, oder? Dreimal der Tipp jetzt hintereinander. Trennen Sie Gliedmaßen ab, um Gegner schneller zu töten. Zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Wie krass, oder? Ja? Und da hat damals die USK gesagt, hallo? What the fuck? Das wird kein, das lassen wir nicht durch. Obwohl es ja eigentlich nur Aliens sind, ja? Die, oh Gott, Alter, hier die Räume, ne? Das hier ist jetzt so ein Raum, wo die Monorail durchfährt. Boah, ist das shit so. Das erinnert mich an den zweiten Teil, da gab es auch so eine richtig bescheuerte Szene. Jetzt habe ich den Faden verloren. Der erste Teil war dann verboten gewesen. Der zweite Teil kam raus. Und es ist nun mal einfach so. Da hat die USK halt eigentlich nur bei. Fuck, ich will hier weg. Da hat die USK. Okay. Die USK sieht halt eigentlich nur bei Menschen kritisch, wenn die zerstückelt werden. Bei Aliens eigentlich nicht so sehr. So, jetzt kommt eine der Besonderheiten zum Spiel hinzu. Eine von dreien eigentlich. Also, mit Stase kann man Gegner verlangsamen. Beziehungsweise kann man hier so Objekte auch verlangsamen. Hier ist die Auftankstation für Stase. Die ist aber momentan jetzt voll. Das heißt, man geht hin. Macht so. Oh, ne, das hat nicht funktioniert.
Irgendwie bin ich gerade ein bisschen doof. Warte mal, ich fülle mal gerade mal auf. Moment, ich muss irgendwie die Tür treffen. So. Ah, so wird das halt verlangsamt. Fliegen die Körperteile durch die Gegend. So kann man halt Gegner auch verlangsamen, ja. Wenn man jetzt gerade, wenn man zwei, drei Gegner vor sich hat, kann man zum Beispiel den einen verlangsamen. Man rennt nochmal ein Stückchen zurück, zielt zurück. Und dann schießt man den Typ ab. Wie gesagt, das ganze Gameplay erinnert so ein bisschen an Resident Evil eigentlich. Dann gibt es halt noch so Starter-Packs, die liegen hier auch noch rum. Also speichern kann man wirklich sehr viel, muss man sagen. Aber wir machen noch ein bisschen. Bisschen machen wir noch. Ich habe jetzt erstmal viel erzählt, mir zu viel vom Spiel gezeigt. So, wo muss ich hin? Da hin. Also, dann gehen wir da schon mal nicht hin. Was ist denn hier noch eigentlich? Oh, oh. Ich habe Angst. Geht weg von mir. Boah, ist das ein geiles Spiel, ey. Das habe ich damals echt geliebt hier, das Spiel. Ohne Scheiß. Boah, ist das jetzt dunkel hier. What? Ist das Licht wieder an, oder was? Fuck, Alter. Ist ja Nachtgruppe. Was? Was hat er gerade gesagt? Kriegt man sogar schon irgendwelche Schinze-Kommandos gesagt, wenn dem Kranken. Was? Was sind das für Geräusche? Alter, wer labert da? Ich meine, ich höre ja sowieso den ganzen Tag Stimmen, aber da die Stimmen haben sich komisch angehört. Boah, ich muss hier weg, ey. Das hier ist ja total shit. So, weg hier, weg hier, weg hier. Da kann man nicht auf Scheißhaus gehen. So, man kann auf jeden Fall so viel speichern, wie man will. Ganz klar. Also man braucht nicht wie bei Resident Evil Farbbänder zu sammeln oder so. Ja, das ist nicht nötig. Ja, speichern tun wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass ich jetzt nicht abkacke. Was ich eben noch gesagt hatte am Anfang. Und zwar haben sich die Ladezeit bei Metroid Prime geklaut hier. Das ist halt echt geil. Man drückt halt im Prinzip hier die Tür. Man drückt halt A. Und dann kommt ja dieses... In der Zeit lädt er halt den Raum dahinter. Das ist eigentlich eine voll simple Sache. Gab es damals bei Metroid Prime als allererstes. Das ist die Monorail. Oh, Alter, der Sound, ne? Das macht halt einen noch verrückter. Energieknoten. Ah, okay, da kommen wir nachher drauf zu. Das kann schon sein, dass hier jetzt kommt. So, Stase muss ich anscheinend einsetzen. So, vier Funktionen. Haltekranel manuell anbringen, um Reparaturen zu beginnen. Okay. Auf Stick laufen wäre echt besser gewesen, oder? Okay. Ah, ich weiß, was jetzt hier passiert. Muss man auf beiden Seiten aktivieren. Also es gibt verschiedene Waffen hier im Spiel. Es gibt nachher auch noch einen größeren Plasma-Cutter. Es gibt auch noch so eine Kreissäge. Mehr will ich jetzt auch im Prinzip dazu nicht sagen. Aber ganz ehrlich, hier die Waffe ist einfach die geilste. Und man kann auch richtig viel updaten noch. Dazu komme ich gleich. Deswegen sammelt man hier Credits ein. Boah, Alter, wie shit so, ey. Oh. Boah. Das ist so akkurat, das Spiel hier. Kann ich nichts mehr einsammeln? Ernsthaft nicht? Tatsächlich, guck mal da. Wisst ihr was? Dann benutze ich mal gerade... X hat die gesagt, ne? So, jetzt habe ich ein Medipack benutzt. So. Audi-Lock. Der Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. vorgeschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort einen. So, pass auf, ich zeige euch jetzt den Trick hier dran. Wenn wir das Ding nicht von den Schienen kriegen, würdest du das ganze System lahmlegen. Jetzt rennen wir auf die andere Seite. Hä? Da verstehe ich es nicht. Kralle befestigt. Hä? Ach so! Damit ich den Knopf oben drücken kann, praktisch. Sorry. So. Jetzt hier da drücken. Dann holt ihr die Monorail rein. Guten Tag. Ja, kein Problem.
Oh ne, bitte warten ist immer schlecht. Oh Gott, von wo? Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, ich auch. Oh oh. Oh, die ganzen Geräusche. Was geht hier ab? Ey, ich bin die ganze Zeit voll Shit zum Hin und Her am Gucken, ey. Waggonersetzung abgeschlossen. Gott sei Dank. Das hat sich doch grauenhaft angehört. Was hat ihr denn da gemacht, ey? Habt ihr noch rumgeschweißt oder was? Alter. Oh. So, Moment mal. Ja, ich weiß, dass mein Akkustand sehr niedrig ist. Leute, ich gucke auf meinen Timer drauf, deswegen. What the fuck, was war das? Ich speichere einfach schnell. Leute, das sollte an dieser Stelle gewesen sein. Alter, was für ein abgefucktes Spiel, ey. Ich liebe es halt. Also meistens so ein Spiel, da kann ich nie länger wie eine Stunde spielen oder so, oder zwei. Dann ist es auch schon gut. Dann habe ich schon genug davon gesehen. Ja, ich wollte das Spiel auf jeden Fall einfach mal ein bisschen näher bringen. Aber wir spielen auf jeden Fall noch ein Part. Hallo? Ist ja echt ein geiles Spiel, ja. Machen wir auf jeden Fall. Vielleicht mache ich so ein kleines Test da draus dann, ja. Und werde dann zum Schluss mein Fazit abgeben, wobei das bei dem Spiel ein bisschen Blödsinn ist. Weil ich finde das Spiel der absolute Knaller, ja. Und ich habe durchgespielt damals auf der 360, ja. Und ja, würde ich sagen, schaltet einfach beim nächsten Part wieder ein. Und freut euch morgen am 1. April, wenn das Spiel abwärtskompatibel wird. Zockt es auf jeden Fall, ist der absolute Wahnsinn, ja. Und, beziehungsweise ist das dann heute. Heute kommt das raus. Ja, heute. Ich bringe nämlich heute den Part daraus. Ja. Und, ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß da dabei und, schaltet ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ne? Ciao, ciao!